Schönen Nachmittag wünsche ich. Mein Name ist Dietmar Thaler. Ich bin vom Beruf Meteorologe und arbeite für den Militärmeteorologischen Dienst. Ich bin ein sehr langjähriger Linux-User, und zwar sowohl privat als auch dienstlich. Unsere Rechner, ich hoffe, ich verrate jetzt kein Geheimnis, waren früher auf Unix und sind jetzt auf AX und sind jetzt auf Linux seit einigen Jahren, wobei wir zunehmend die Virtualisierung haben im betrieblichen System. Worüber ich jetzt allerdings berichte, ist ein Computer-Algebra-System, auf das ich nicht durch Zufall, sondern ich verwende schon seit ein paar Jahren, aber vor einem circa halben Jahr hatten wir ein echtes Problem, das also tatsächlich nur mit Maxima gelöst werden konnte, mit dem Computer-Algebra-System. Händisch wäre das gar nicht gegangen. Und das ist der Anlass für mich, dass ich hier einen kleinen Vortrag halte. Ich bedanke mich dafür, dass ich die Einladung dazu dann auch bekommen habe. Die Motivation ist ganz klar. Früher, wenn man Probleme hatte, dann war das eine Sache von Zettel, Bleistift, Radiergummi vor allen Dingen. Und wenn man konnte, Tabellenwerke, wo man also nachblättern konnte, der Bronstein ist in diesem Zusammenhang, zumindest für Leute meiner Generation auf diesem Gebiet, etwas, was man dann immer bei sich gehabt hatte. Allerdings ist das doch mühselig, fehleranfällig und es gibt also inzwischen recht schöne Auswege dazu. Eines ist eben, also Computer-Algebra-Systeme allgemein sind Programme, die mit Buchstaben rechnen können, wenn man es einmal ganz salopp formuliert, die also nicht nur zahlenmäßig Probleme lösen, sondern auch symbolisch und formal. Maxima ist ein sehr altes System, das in den 60er Jahren am MIT entwickelt wurde. Die Schreibweise war damals noch etwas anders und es ist in Lisp programmiert. Lisp ist vielfach in Produkten aus dieser Zeit in Verwendung. Auch der Emacs, der kurze Zeit später erstmals entwickelt wurde, ist auch in Lisp programmiert, weite Teile davon. Der Hauptentwickler war über viele Jahre William Shelter, der dann verstorben ist. Noch zu seiner Zeit wurde das proprietäre Maxima dann als Open-Source-Programm veröffentlicht, unter die GPL gestellt. Und seit 2001 ist es diese leichte Umbenennung auf die heutige Schreibweise. Im Januar 2019 ist, soweit ich es gesehen habe, auf der Homepage die letzte Version rausgekommen, also 5.42.2, ist also eine sehr lange Entwicklungsreihe, auch wenn man berücksichtigt, dass doch sehr konservative Versionsschritte vorgenommen werden. Die Installation des Programms ist keine große Hexerei, man geht auf die Maxima-Seite, die auf SourceForge liegt, und kann sich dort die verschiedenen Installationsanleitungen anschauen. Oder man hat schon ein System, wo es also einfach in den Repositories drin ist. Also bei mir Ubuntu Debian geht es ganz einfach. In anderen Distributionen ist es ähnlich. Es läuft auch unter Windows recht gut und stabil. Und sogar für Android habe ich es probiert, existiert eine Version. Man kann es auf dem Handy laufen lassen, es geht tatsächlich. Also die Eingabe ist ein wenig umständlich, man wünschte sich dann eine Tastatur, die man nicht hat, aber es geht schon. Oder wenn man ganz mutig ist, nachher probiert man es direkt aus den Quellen und kompiliert es auf der Plattform seiner Wahl oder versucht es zumindest. Es gibt für Maxima verschiedene Frontends. Die einfachste ist direkt also im Terminal, ist sehr reduziert, sehr spartanisch, hat aber den Vorteil, dass man immer ganz klar erkennt, was ist Maxima und man wird ein bisschen zurückgeworfen auf das Elementare. Ich werde in den Demos, die wir da haben, das sind ohnehin nur Screenshots, nur die Terminal-Version verwenden. Etwas komfortabler ist X-Maxima, allerdings nicht sehr viel.
und wahrhaft barock dagegen ist das WX Maxima. Der Vorteil ist es, man wird also in aller Bequemlichkeit in allem unterstützt. Der Nachteil ist unter Umständen der, dass man nicht immer genau weiß, was ist jetzt Maxima und was ist eventuell eine Erweiterung von WX Maxima, gerade was die Bedienung angeht. Ausschauen tut das so, Maxima im Terminal, eine kurze Widmung, eine Eingangszeile, die man auch wegschalten kann, wenn man will, mit dem --quiet Option. Und sonst halt so, wie das Terminal ausschaut. X Maxima präsentiert sich auch recht schlicht und simpel. Und WX Maxima schaut dann deutlich umfangreicher aus. Und ist dann mit Sicherheit auch die Methode der Wahl, wenn man interaktiv arbeiten möchte, weil es am bequemsten ist. Dokumentation und Tutorials gibt es also reichhaltige und vielfältige. Die Empfehlung ist immer auf die SourceForge-Seite von Maxima zu schauen unter Dokumentationen. Dort bekommt man viele weitere Empfehlungen. Es gibt dann auch in verschiedenen Sprachenversionen, die sich ebenfalls lohnen durchzusehen. Auf Deutsch natürlich die mitgelieferte Dokumentation dann auch von meinem Nachredner, der dann kommen wird, von Johnny Weilharter, eine sehr umfangreiche Seite, wo also sehr viel und einiges erklärt wird, und von der Pädagogischen Akademie in Niederösterreich, ich glaube in Baden bei Wien ist die, diese Austromat-Seite, da ist auch sehr viel über Maxima drin. Meine Empfehlung für den ultraschnellen Einstieg, wenn man also nicht mehr als eine halbe Stunde oder eine Stunde maximal verwenden möchte, um damit sinnvoll zu arbeiten, ist also die englische Einführung oder eine kurze englische Einführung von Rand, ich glaube Robert Rand heißt er. Und wenn man das Ganze auf Deutsch haben möchte, ist es ein bisschen länger, von Glöckner. Die sind sehr empfehlenswert, dauert wirklich eine halbe bis eine Stunde, bis man die durchgelesen hat, wenn es ein PDF ist, und kann danach schon etwas arbeiten. Erste Schritte. Wie gesagt, wir nehmen die Terminal-Version, weil sie durch das reine Maxima präsentiert. Jeder Befehl, der in Maxima eingegeben wird, braucht ein Abschlusszeichen. Das ist im Standardfall der Strichpunkt, das Semikolon. Dann bekommt man eine Antwort unmittelbar danach. Und wenn man auf das Semikolon verzichtet, sondern nur ein Dollarzeichen anfügt, dann erspart man sich die Antwort, was unter Umständen bei längeren Prozessen recht nützlich sein kann, weil es dann doch eine gewisse Geschwätzigkeit hat. Und wenn es nur ein Zwischenergebnis ist, dann kann man das schön und freundlich ausblenden. Man kann Maxima so wie es ist natürlich als Taschenrechner benutzen. Man kann also alles ausrechnen, was man haben will. Vorsicht, wenn man Integers eingibt, dann wird man immer Integer oder rationale Zahlen, also Brüche als Ergebnis bekommen. Sobald man Floats einsetzt, wird diese Float-Eigenschaft weitervererbt und man hat dann alles in Floats, wenn man nur die reinen Zahlen nimmt. Schauen wir da mal weiter. Das ist schon ein allererstes Beispiel. Da ist ein Ausdruck, x² - 4, abgeschlossen mit einem Strichpunkt. Das Ergebnis steht dann schön brav dort in so halbsymbolischer Schreibweise, x² - 4. Man kann die letzte Ausgabe referenzieren durch die einfache Eingabe eines Prozentzeichens. Prozent referenziert immer die vorhergehende Ausgabe. Also was immer man schreibt, Prozent nimmt das, was gerade vorher dort gestanden ist. Man kann aber auch durch Prozent und I mit einer Angabe in der Nummer den letzten Input nehmen oder den Input, den man haben möchte, den man referenzieren will, oder mit Prozent O und Nummer die Output-Zeile. Also jede Zeile besteht hier aus Prozent I1, da wäre das Prozent O1 und so weiter und so fort. Und die lassen sich alle separat referenzieren, indem man sie einfach anführt und in Funktionen oder wo auch immer verwendet. Was man da sieht auch, ist, dass es also grundsätzlich immer symbolisch gerechnet wird, und wenn man Maxima dazu bringen möchte, Floats zu produzieren, dann muss man ihm das auch sagen.
Und zwar entweder mit dem Float-Befehl, oder werden wir später sehen, dass es andere Befehle auch dazu gibt oder andere Anweisungen, das durchzuführen. Ja, jetzt das Ganze, was ich gesagt habe, noch einmal so zusammengefasst. Maximal im Terminal jeden Befehl mit Strichpunkt und Return abschließen oder mit Dollar und Return, je nachdem, ob man das Ergebnis sehen möchte oder nicht. Zeilennummerierung als Standardlabel, auch das ist relativ klar. Und das Prozent allein wiederholt die letzte Ausgabe. Zuweisungszeichen ist immer der Doppelpunkt. Also nicht, wie man so naiv vermuten möchte, das ist Gleichzeichen, sondern Doppelpunkt. A, Doppelpunkt 1 plus 2. Dann heißt also, dem Symbol A wird die Zeichenfolge 1 plus 2, in dem Fall auch die Rechenoperation, dann zugewiesen. Man kann explizit Funktionen definieren. Also das funktioniert dann in etwa so, wie man es, weiß nicht, ich glaube in Pascal war das so, oder ich bin mir nicht ganz sicher. Also f von x, Doppelpunkt ist gleich, und es würde dann die Funktion definieren, die dann vom Aufruf her sich ein bisschen anders gestaltet, wo dann einfach die Funktion von x schon ist, während sonst weiß man nicht genau, ist es x, a oder was auch immer. Das müsste man beim anderen Ausdruck dann immer separat noch angeben. Es gibt eine History-Funktionalität im Terminal, also mit Cursor up, down. Das ist sehr angenehm und praktisch. Ohne dem wäre es oft lästig und mühsam. Abbruch einer laufenden Berechnung. Es kann passieren, dass man eine falsche Eingabe gemacht hat und er rechnet und rechnet und rechnet und etwas, was man eigentlich gar nicht haben wollte, das kann man dann mit Steuerung C abbrechen. Dann wird die laufende Operation unterbrochen und man ist dann wieder in der Eingabe zurück. Wie gesagt, kann gelegentlich praktisch sein. Und beenden tut man das Ganze am einfachsten. Ich mache es immer mit Steuerung D, Ctrl D oder Quit. Allerdings muss man Quit dann als Funktion aufrufen, also Quit, Klammer auf, Klammer zu, Rufzeichen. Also einfacher geht Ctrl-D. Dann Datentypen, nur ein kurzer Überblick. Natürlich die Zahlen. Zahlen sind grundsätzlich Integer bzw. Bruchzahlen. Das ist also das, womit Maxima am liebsten rechnet. Man kann ihm auch dazu zwingen, wie schon erwähnt, mit Gleitkommazahlen zu rechnen. Ja, wenn es sein muss, üblicherweise sind die Brüche gar nicht so schlecht, wenn man dabei bleibt. Komplexe Zahlen gibt es auch. Das geht dann einfach über diese konstante Prozent i, das ist dann quasi die imaginäre Einheit der komplexen Zahlen. Und sehr konventionell eigentlich, ist nichts Besonderes zum Merken dabei. Zeichenketten, die in doppelten Anführungszeichen eingeschlossen werden, einfache, wie es in Python oft üblich ist, gehen da nicht, das müssen wirklich die Doppelten sein. Das ist beiden Programmierern, wie mir, fällt es dann gelegentlich schwer, man haspelt dann immer zurück, also doppelte Anführungszeichen. Listen, die schauen wieder aus wie in Python, also nicht sehr viel anders, wo man einfach einzelne Objekte drin sammeln kann, die können beliebig sein. Der Zugriff erfolgt über einen Index, wobei 1 das erste ist und 2 das zweite und so weiter und so fort, also nicht 0 das erste. Einige Konstanten, die üblichen, die man so halt hat, Bi, E, imaginäre Einheit. Diese üblichen Konstanten werden mit einem Prozentzeichen vorher versehen. Also warum diese Inkonsistenz, weiß ich nicht genau, aber man macht es halt so. Vermutlich, weil I halt Erzähler oft ist, aber Bi, naja, ist wurscht. Dann gibt es noch diese uneigentlichen Konstanten wie plus unendlich, minus unendlich, dann logisch wahr, true, false, in dem Fall wieder ohne Prozent. Wie gesagt, es ist ein bisschen eine Inkonsistenz, die ich in der Nomenklatur drin finde. Vielleicht die 50 Jahre Entwicklungsgeschichte führen halt zu solchen Dingen. Okay, dann Operatoren, auch da wieder die ganz üblichen, plus, minus. Wobei Minus natürlich der Subtraktion bezeichnet, aber auch den Vorzeichenoperator. Division, potenzieren geht nach beiden Schreibweisen, die man so geläufig hat.
Matrizenmultiplikation wäre der Punkt, Zuweisungsoperator, Zuweisung von Funktionen und bitte auf der, in der Dokumentation nachschauen, es sind ganz, ganz viele weitere Operatoren möglich. Ausdrücke haben wir auch schon gesehen, aber nur zur Zusammenfassung. Also es gibt die Atome, das sind die einzelnen Zeichen bzw. einzelnen Symbole. 4x, x12 oder sowas wären dann Atome, die man dann zusammensetzen kann mit Operatoren zu Ausdrücken, zusammengesetzte Ausdrücke, die man dann auch wieder zuweisen kann anderen Ausdrücken. Das Ganze geht relativ intuitiv, man muss da nicht viel denken, also es geht einfach fast direkt von der Hand. Mathematische Funktionen gibt es jede Menge, es gibt auch sonst allerhand Funktionen, aber die allerwichtigsten halt sind dabei, Quadratwurzel, Exponentialfunktion und so weiter. Auch hier kann man in der Dokumentation auch schauen. Man findet dort einen reichlich gedeckten Tisch. So, und jetzt ein paar Screenshots von ein paar Beispielen wieder. Arithmetik, das ist also recht schön zu sehen. Grundsätzlich wird mit rationalen Zahlen gerechnet, die nicht verändert werden, ohne dass man es erzwingt. Also 3 durch 75 plus 4 Hundertstel schreibt er dann glatt hin 2 25stel. Ist also schon ziemlich gekürzt, kann man nicht mehr viel vereinfachen. Auch wenn man Quadratwurzeln verwendet, werden die grundsätzlich nicht aufgelöst, sondern steht dann eben dort Quadratwurzel von 3 oder e hoch 7 oder was auch immer. Das wird also nicht ausgeführt, sondern bleibt so stehen, weil jede Ausführung würde bedeuten, dass es dann ein Float ist und Floats sind fehlerbehaftet. Die Standard-Floats, die man auch mit diesen Komma Nummer oder Nummer dahinter erzwingen kann. Die sind dann 16 Zeichen lang, also ich glaube doppelt genau. Das reicht für fast alles im Universum aus. Wenn man es noch genauer haben möchte, dann kann man also beliebige Genauigkeit einstellen durch einen Schalter. Hier steht also FBREC 50, man könnte 100, 200, was auch immer einstellen und lässt sich dann das Ergebnis in beliebiger Genauigkeit ausgeben. Ja, wenn man es haben will, also ich sehr sportliche Sache für mich als Naturwissenschaftler. Auch hier 39 faktoriell oder was auch immer, das wird dann sehr genau angegeben. Ja, ja das Gleiche noch einmal, also diese explizite Darstellung von Ausdrücken, die nicht ausgeführt werden, nur so weit ausgeführt, standardmäßig, dass sie eben noch keinen Genauigkeitsverlust bedeuten. Das war jetzt die Arithmetik. Und jetzt zur Algebra. Das ist eigentlich das Kernstück von Maxima oder auch von vielen Computeralgebra-Systemen, das Umformen symbolischer Ausdrücke, häufig rationaler Ausdrücke. Und dort gibt es ebenfalls einen ganzen Zoo von Funktionen dazu. Das Wichtigste ist vielleicht das RAT-Simp oder Rational Simplifying, oder ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Das vereinfacht den Ausdruck Y und liefert einen Quotienten von 2 Polynomen. Eine alternative Funktion, die man sich merken könnte, wäre also dieses RAT-Expand, das manchmal stärker ist als das reine Expand, beziehungsweise das Expand, das Polynome expandiert, also wir werden ja später Beispiele sehen. Faktor durch Faktorisieren und dann gibt es das Ganze noch für trigonometrische und auch Potenzfunktionen und wie gesagt noch eine sehr große Menge weiterer Funktionen, die fast alles können, mit vielen Schaltern dabei, die das Verhalten modifizieren. Hier sehen wir ein Beispiel. Y a plus x Quadrat durch x minus 1 ist also ein rationaler Ausdruck. Im Zähler ein Polynom und im Nenner ein Polynom. Mit Xpand wird das in einzelne Summen zerlegt. Mit RATSIMP wird daraus wieder ein Quotient gemacht, wo aber das Polynom im Zähler noch quasi ausgeführt ist. Und mit
Faktor, werden dann wieder Faktoren draus gemacht. Das heißt, also man hat man zum Schluss wieder das, was man am Anfang reingesteckt hat. Gelingt nicht immer so schön, aber häufig bringt man es zusammen, dass man wieder den gleichen Ausdruck sich irgendwie zusammenschustert. Ja, also soweit zum Umformen, ist natürlich ein spezielles, großes Thema für sich. Und das Lösen von Gleichungen ist eine der großen Stärken von Maxim und auch der Grund, wieso ich jetzt zu diesem Programm gekommen bin. Die Hauptprozedur dafür ist einfach Solve. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer, die spezielle Aufgaben erledigen, auch symbolische Lösungen, numerische Lösungen, aber Solve beschränkt man es mal darauf, löst algebraische Gleichungssysteme, die auch nicht linear sein können im Maßen. Und das funktioniert ganz gut. Man gibt also zunächst die Gleichung 1, Gleichung 2, Gleichung 3 und so weiter an, die implizit, wenn nichts dabei steht, als ist gleich 0 angenommen wird und dazu die Variablen und dann wirft man das in Solve rein und das wird lösen. Es gibt auch numerische Löser für verschiedene Probleme, die gibt es aber an anderer Stelle ebenfalls. Also die eigentliche Stärke ist das symbolische Lösen. Ja, hier ein Solve-Beispiel. Zwei Gleichungen, eine Gleichung f1, x² durch 4 und so weiter. Das ist also der nichtlineare Anteil, darunter eine lineare Gleichung. Aber das ganze Problem ist natürlich dann nicht linear, weil in einer Gleichung eine größere Potenz als 1 vorkommt, in der Unbekannten. Und dann wirft man das in Solve rein und man kriegt dann einfach die Lösung schon formal präsentiert. Man könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen weiterspielen mit diesen Vereinfachungsprozeduren, ob man diesen Ausdruck mathematisch exakt, symbolisch noch vereinfachen kann oder man löst es gleich als Float und hat dann die hinreichend genaue Lösung für dieses konkrete Problem. Und das geht natürlich auch rein symbolisch. Also diese Funktion Solve ist sehr mächtig und allein die eine Funktion rentiert schon, sich Maxima näher anzuschauen und zu verwenden für meinen Bedarf. Jetzt haben wir die Algebra und Arithmetik hinter uns, so in ein paar Folien. Jetzt gehen wir über zur Analysis. Wir haben ebenfalls eine gründliche Einführung in die Analysis erleben jetzt. Grenzwerte differenzieren und reihen. Grenzwerte, gibt es eine schöne Funktion, Limit. Die berechnet aus einer Funktion x in der Variable, also eine Funktion f in der Variable x um den Punkt x0 herum. Den Grenzwert, wobei man noch angeben kann, ob er rechtsseitig oder linksseitig sein soll. Also plus wäre der rechtsseitige, minus der linksseitige Grenzwert, wenn es zwei verschiedene gibt. Und kann das in der Regel ganz ordentlich differenzieren. Sehr analog, also sehr, sehr anschaulich. Differential, die Diff-Funktion, die Funktion f von x und n gibt dann die Ordnung der Ableitung an, also erste, zweite, dritte, gibt man nichts an, ist automatisch die erste Ableitung. Und zum Schluss noch die Reihen, die damit in Verbindung stehen, also eine Taylor-Reihe, oder ich glaube McLaurin sagt man auch gelegentlich dazu, die Taylor-Reihe, ebenfalls, wo eine Funktion f um den Punkt x herum entwickelt wird. Also f von x um den Punkt x0 herum entwickelt. Und hier ein Screenshot eines Beispiels. Die Funktion f ist in diesem Fall der Sinus Cardinalis, Sinus x durch x. Wenn man davon den Grenzwert berechnet für die Stelle 0, minus unendlich und plus unendlich, dann bekommt man für die Stelle 0 das Ergebnis 1. Ich meine, wir wissen alle sofort, es muss so sein, aber grundsätzlich könnte man sich fragen, Sinus von 0 ist 0 und 0 ist 0, 0 durch 0 gibt nicht immer 1, sagen wir mal so. Könnte auch ein anderes Ergebnis ergeben. Die Ableitung, die erste Ableitung, die zweite Ableitung, alles sehr intuitiv und rasch erreichbar. Die Taylor-Reihe von der Sinus-Cardinalis-Funktion sieht man hier,
1 minus x Quadrat Sechstel und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt die Taylor-Reihe der Sinusfunktion sich drunter anzeigt, dann sieht man sofort, warum der Grenzwert des Sinus Kardinalis an der Stelle 0 gegen 1 geht, weil die schauen identisch aus, ausgenommen der Potenz von x natürlich, die um 1 abgenommen hat. Und das geht auch mit komplexeren Funktionen verständlicherweise. Ich habe bis jetzt mit meiner Spielerei, mehr war es in dem Fall noch nicht, noch keine echten Hänger gesehen, wo man kein Ergebnis bekäme, das nicht zumindest so ausschaut, das könnte es stimmen. Integration, das große Punkt der Integration, ist einfach die Funktion integrate in einer Variablen y von x. Ohne weiteren Argumente wird also das, wird die Stammfunktion der Funktion f von x, y von x ausgerechnet. Und das unbestimmte Integral sagt man gelegentlich dazu, ich weiß nicht, liebe diese Ausdrucksweise nicht, aber Stammfunktion gefällt mir besser. Oder man integriert zwischen zwei verschiedenen Grenzen und die Grenzen a und b, die können also ganz normale Variablen wieder sein oder auch minus unendlich oder plus unendlich, also so uneigentliche Konstanten, wie sie vorhin definiert wurden. Und der Integrator von Maxima versucht daraus ein Ergebnis zu ermitteln. Besonders nützlich ist diese Funktion assume. Sie ist deshalb nützlich, weil beim Integrieren passiert es gelegentlich, dass es zu Fallunterscheidungen kommt. Auch bei anderen Untersuchungen kann es passieren, Fallunterscheidungen. Und da wird man dann eine Zeit lang interaktiv abgefragt, ob jetzt irgendwelche Konstanten oder Konstantenkombinationen oder irgendwelche Terme in diesem Integral oder in dieser zu integrierenden Funktion bestimmte Vorzeichen haben oder nicht. Das kann sehr lästig sein. Und daher kann man mit assume diesen Schritt vorwegnehmen. Man schreibt in assume alles rein, was man vorher schon weiß und von dem man annimmt, dass das der Integrator es wissen sollte. Und mit facts, mit der Funktion facts, kann man sich diese ganzen Vermutungen anzeigen lassen. Schauen wir mal. Hier ein Beispiel einer Funktion g. Also es ist, da sieht man es am besten. 1 durch einfaches Polynom hoch 1 durch n und das jetzt einmal integrierend, würde spezielle Fälle untersuchen und zwar, wenn n 1 ist, dann haben wir einen anderen Fall, da kommt irgendein Logarithmus raus oder es ist ungleich 1 und dann ist das der allgemeine Fall. Und man kann den dann direkt sagen, assume n not, also not equal n 1, dass also n nicht gleich 1 ist und dann weiß Maxima, aha, wir interessieren uns nicht für diesen Fall, sondern für einen anderen. Und damit kommt dann nach einiger Umformung ein Ergebnis raus, das man so auch im Bronstein nachblättern könnte oder mit minimalen Umformungen. Insgesamt muss man sagen, beim Integrieren, was könnte man bemängeln? Es kommen oft Ergebnisse raus, die also nicht dieser Standardform ähneln, die man sonst gewohnt ist aus Integrationstabellen oder auch, wenn man bei Wolfram Alpha nachschaut, die kommen alle in so einer kanonischen Form raus, die man aus dem Lehrbuch fast kennt. Und das ist bei Maxima nicht immer der Fall. Also man muss sich das immer anschauen, könnte es das wirklich sein? Man braucht dann Umformungsarbeiten. Ich würde sagen, in der Regel stimmt es aber. Also ich habe noch keinen Fall gefunden, wo es nicht stimmt, sagen wir so. Aber es braucht oft etwas mehr Konzentration. Gewöhnliche Differentialgleichungen, auch das geht direkt mit Maxima. Sie kennen sicher, das ist also die Gleichung für den harmonischen Oszillator, eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Sie ist linear, hat also keine besonderen Hexereien drin. Wichtig beim Formulieren ist, dass man diese Diff-Funktion verwendet, allerdings davor Apostroph setzt. Das Apostroph verhindert, dass die Rechnung unmittelbar ausgeführt wird, sondern sie bleibt symbolisch erhalten. Also das ist wichtig, wenn man Differentialgleichungen formuliert, aber man formuliert zuerst seine Gleichung, sehr, sehr unmittelbar, auch das wieder ohne große Hexerei. Und
dann schreibt man am besten noch mit Assume alles, was man darüber weiß, hinein. Das heißt also, Assume Omega Quadrat größer 0, das erzwingt quasi eine reelle Lösung. Sonst müsste man wieder die Fallunterscheidung haben, da gäbe es dann eine komplexe oder imaginäre Lösung. Und das ist dann einfach von der Lösung her völlig anders. Also man schaut, dass wenn das Omega, wenn man weiß, dass das Omega Quadrat größer 0 ist, dann schreibt man es am besten gleich rein. Und dann ruft man den Differentialgleichungslöser auf, und zwar die allgemeine Lösung erhält man mit Differentialgleichung, dann die abhängige Größe, in dem Fall z, und dann den unabhängigen Parameter t. Dann bekommt man die allgemeine Lösung raus, und mit dieser allgemeinen Lösung kann man dann noch über die Wahl der Anfangsbedingungen, könnte auch ein Randwertproblem sein, in dem Fall ist ein Anfangswertproblem, diese beiden Anfangswerte angeben, einmal für z und einmal für z' oder für die Ableitung von z, und dann erhält man tatsächlich die kanonische Lösung, so wie es sein sollte, eine Schwingung, eine harmonische Schwingung. Da schaut das Ganze dann ausgeführt aus. Also auch hier diesen Strich des Apostroph nicht vergessen. Dann bekommt man die Anzeige, so wie die Differentialgleichung eben ausschaut. Dann Assume-Befehl und dann mit OD2 die allgemeine Lösung, die man also der Variablen für die generelle Lösung zuordnet. Da hat man eben diese zwei Fälle, also diese zwei Sinus-Cosinus-Schwingung, die überlagert ist. Und eine davon bringt man durch die Wahl, geeignete Wahl der Anfangsbedingungen weg. Das heißt, also ich habe nur Auslenkung aus dem Ruhepunkt, irgendwo z0, und die Anfangsgeschwindigkeit sei 0, und dann kommt man genau diese Lösung heraus. Ja, sehr schöne Sache, finde ich zumindest. Und man kann es auch mit komplexeren Dingen probieren, nur gelegentlich kommt halt nichts raus, besonders wenn die Differentialgleichung dann ziemlich nicht linear wird, ist beim Integrieren ja auch nicht anders, also wenn das Integral zu krank ist, dann kriegt man halt kein Ergebnis mehr. Etwas, was sich bewährt, wenn man längere Aufgaben zu erfüllen hat, das ist ein Skript einfach formulieren. Skript ist keine große Sache, man schreibt all das rein, was man interaktiv reinschreibt, im einfachsten Fall, und ruft es dann über den Befehl batch und eben diese Skriptdatei, Standardendung, also Konvention.mac, kommt vermutlich von der alten Schreibweise von Maxima noch her, und lässt es dann laufen. In dem Fall ja, wieder Differentialgleichung, und zwar die parametrische Höhenformel, wie man sie ableitet aus der hydrostatischen Grundgleichung dieser Funktion, also aus der Einführung der theoretischen Metrologie. Ist auch keine große Sache, aber man gibt eben das Problem schön formuliert, und das schaut dann genauso aus, wie es in den Lehrbüchern steht, wenn man die Symbole richtig gewählt hat. Sehr einfach. Und man könnte da ohne weiteres jetzt die Temperatur, die konstant genommen ist, ein vertikales Standardprofil reinschreiben, eine lineare Temperaturabnahme, da kommt ein anderes Ergebnis raus, das aber ebenfalls dem entspricht, was man aus den Lehrbüchern kennt. So, jetzt bin ich fast fertig. Ich sage eine kleine Auswahl an das, was bis jetzt nicht behandelt wurde. Es gibt sehr, sehr viele Zusatzpakete für alle möglichen Probleme in Maxima mitgeliefert. Man kann auch selber welche schreiben. Die würde man mit Load und Paketnamen speichern. Das ist also so wie eine Batch-Datei, aber nur, dass sie nicht ausgeführt wird. Diese bringt also nur quasi Funktionen oder neue Funktionalität in Maxima hinein. Und damit kann man es dann nützen, so als wäre es eine Maxima-Funktion. Grafik ist jetzt da überhaupt nicht angesprochen worden. Es gibt also eine elementare Grafikfunktionalität. Man kann zweidimensionale, dreidimensionale Grafiken darstellen. Greift zurück auf GNUplot, das ist ebenfalls ein freies Plot-Paket. Oder es gibt dann noch andere Erweiterungen, die werden wieder externe Pakete über Draw, da kann man dann noch mehr machen. Habe mich damit gar nicht beschäftigt. Wenn ich eine Funktion zeichnen will, dann nehme ich persönlich immer
Python und also Byplot bzw. Matplotlib oder solche Dinge. Und daher kenne ich mich da gar nicht einmal so besonders aus über die normalen Sachen. File-Input-Output-Geschichten sind ebenfalls nicht behandelt worden. Man kann Ergebnisse als Fortran-Datei, so ich gesehen habe, oder als LaTeX-Datei exportieren. Das Fortran ist halt Fortran, wer es haben will. Ich weiß nicht, also man verwendet es noch, aber halt sehr selten. Und LaTeX schaut schlimmer aus. Das braucht dann auch wieder Nachbearbeitung. Wenn es kurze Funktionen sind, dann kann man es ja selber leicht schreiben. Und wenn es längere Funktionen sind, dann ist es ebenfalls leichter, es zu schreiben, weil das, was da rauskommt, passt in keine Zeile mehr rein. Also, weiß nicht, das wäre überarbeitungswürdig. Man kann damit auch programmieren. Es gibt Kontrollstrukturen, man kann Arrays definieren und so weiter und so fort. Also ganz, ganz vieles. Und haben wir noch Zeit? Ja. Ja, viel nicht mehr, gell? Danke, 10 Minuten. Aber es geht sich noch aus. Kurz der Grund, warum ich überhaupt auf Maxima zur intensiveren Beschäftigung gekommen bin. Wir hatten bei uns ein Problem, und zwar, wir möchten gerne die Nachthelligkeit berechnen, wie sie abhängig von meteorologischen Parametern sich gestaltet am Boden. Wir haben dazu schon seit längerer Zeit ein Verfahren, früher ein fremdes, jetzt ein eigenentwickeltes. Und wir möchten das jetzt erweitern in Kooperation mit der Zentralanstalt, dass wir das automatisiert machen mit numerischen Wettervorhersagemodellen. Die liefern die Bewölkung aber nicht in einer Schicht, sondern in mehreren Schichten. Und dazu ist es dann nötig, dieses Problem, das zuerst einfach und leicht zu formulieren ist, eben komplexer anzuschreiben. Und damit Sie ungefähr verstehen, worum es geht, es kommt Strahlung, was immer das ist, von oben rein, wird transmittiert, ein Teil, also was unten ist, ist der transmittierte Anteil, nach oben ist ein Anteil reflektiert und im allgemeinen Fall wird ein Anteil absorbiert. Also die Transmissionsrate plus die Reflexionsrate plus die Absorptionsrate ist zusammen 1, weil ja Energie nicht verschwinden kann. Es sind wahnsinnig viele Annahmen da drin, über die ich gar nicht eingehen möchte. Am sinnvollsten vielleicht nur die, dass ich es um kurzwellige Strahlung halte, solare oder von quasi solarer Quelle, kurzwellige Strahlung. Keine langwellige, es gibt also keine langwellige Strahlungsemission da drin. Und das ist hier so im elementaren Fall gezeigt. Und wenn man das also für 3 Atmosphärenschichten zeigt und für den Boden, dann wird das schon etwas komplizierter, lässt sich aber natürlich schön aufrechnen. Es sind dann eben, wenn man diese Transmissionsraten und Reflexionsraten als bekannt voraussetzt, dann bleiben dann in Summe 7 Gleichungen in 7 Unbekannten übrig. Ich möchte nicht behaupten, dass das nicht also ein sadistischer Professor von seinen Studenten als Übungsaufgabe erwartet, dass man das per Hand löst. Wäre möglich, vermutlich, allerdings verrechnet man sich das sehr häufig. Und sowas ist dann eben sehr elegant in Maxima formulierbar. Man schreibt es am besten in das Skript rein. Kann die Gleichungen sehr übersichtlich anschreiben und hat dann überhaupt keine Hexerei. Also wie gesagt, ein 10 Zeilen, aber ich weiß nicht, wie viele Zeilen das sind, aber wenige Zeilen hat dann auf einer knappen Seite ganz gut Platz. Liefert dann, das ist ein Screenshot aus WX Maxima, dieses Ergebnis. Das schaut jetzt eigentlich komisch aus. Gell? Also wenn man das physikalisch betrachtet, dann stört als erstes mal dieses negative Vorzeichen davon. Es suggeriert irgendwie, als wäre der Ausdruck negativ. Kann aber nicht sein, da muss positiv definiert sein. Aber das ergibt sich dann einfach durch dieses minus 1 da hinten. Also man muss dann wieder ein bisschen nacharbeiten. Und wenn man das dann sauber formuliert in LaTeX, dann hat man dann folgendes Ergebnis. Das, wie gesagt, als Ergebnis einer Handrechnung halt zumindest einmal sehr mühselig und sehr fehleranfällig wäre. Woher weiß man jetzt, ob das stimmt? Ich meine, echtes Wissen weiß ich jetzt nicht, aber man kann Spezialfälle untersuchen und wenn die Spezialfälle dann konvergieren mit dem, was man früher den einfacheren Fall erzielt hat, dann steigt zumindest das Vertrauen in das Ergebnis. Ja,
Zum Abschluss, was lässt sich noch sagen? Maxima ist ein mächtiges Computeralgebra-System. Es ist ausgereift und stabil. Es ist modular erweiterbar. Es wurde erweitert. Es gibt extrem viele Module dazu. Wenn eins fehlt, kann man selber versuchen, es nachzuschreiben. Die Benutzeroberfläche gibt es für jeden Geschmack, sage ich jetzt einmal, also von spartanisch bis barock. Es ist eine sehr umfangreiche Dokumentation und es gibt zahlreiche Tutorials in sehr vielen verschiedenen Sprachen. Also man wird da ohne weiteres fündig. Was man vielleicht sagen muss, und ich habe also nicht, also es gibt diesen kommerziellen Platzhirschen, das ist also Mathematiker, glaube ich. Mathematiker scheint komfortabler zu sein und liefert oft Ergebnisse, die dem Bronstein näher sind, sagen wir mal so, also die eher der kanonischen Erwartung entsprechen. Aber sonst, muss man sagen, ist das sehr angenehm, sehr fein. Danke sehr. Bitte sehr. Ich habe jetzt eigentlich immer Sage verwendet. Ja. Sage verwendet ja eigentlich dann Maxima. Habe ich heute erfahren, ja. Also die Funktionsprototypen schon ziemlich ganz klein. Ja, wird es auch so sein, ja. Ja, und es wird ja noch Maxima durch. Gibt es einen Grund dann, dass man auf Maxima wechselt? Bitte die Frage wiederholen, damit es am Stream. Achso, Entschuldigung. Ja. Die Frage war, ob es einen Grund gibt, Maxima zu verwenden, wenn es Sage gibt, wobei Sage unter anderem auch auf Maxima aufsetzt, aber noch auf andere. Also ich würde sagen, nach dem, was ich heute über Sage erfahren habe, vielleicht nur der, weil man Sage nicht neu lernen möchte und Maxima schon kann. Aber sonst umgekehrt weiß ich es nicht. Also kann ich zu wenig dazu sagen. Okay, danke. Ja. Danke für den guten Vortrag. Ich wollte fragen, was der Unterschied ist, wenn man Variablen definiert mit a Doppelpunkt x plus y zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ich eine Funktion draus mache, f von x ja. / y Doppelpunkt genau. Ist gleich. Wenn ich eine Funktion draus habe, dann habe ich den abhängigen Parameter schon festgelegt. Also f, Klammer auf, x, Klammer zu, Doppelpunkt ist gleich. Und dann sind die anderen quasi Parameter oder Konstanten in dieser Funktion. Wenn ich a Doppelpunkt hernehme, dann habe ich eine gewisse Freiheit, was ich dann als abhängigen Parameter dann in Zukunft betrachte. Ich kann also statt x a oder y oder was auch immer hinschreiben. Sonst, ich kann mit der Funktion besser Werte ausrechnen. Ich kann also eine Funktion hernehmen und rufe sie dann auf f von 3, dann wird man so die Funktion genau an diesem Wert. Also es ist mit der reinen Doppelpunktschreibweise komplizierter, sagen wir so, es geht auch, aber es ist komplizierter. Wenn ich also Werte von der Funktion haben möchte, definiere ich es als Funktion. Und ich habe auch festgestellt, dass wenn ich vorher mal x ist 4 definiert habe, dass mir das dann nichts bringt, wenn ich schreibe f von x ist gleich, dass das x dort der lokale Variable ist, dann nimmt er dann trotzdem x ist 4. Ich glaube, ich habe das Problem jetzt nicht ganz verstanden. Ich habe vorher mal x ist 4 definiert, ja. Danach definiere ich eine Funktion f von x ist gleich. Ja. Wo drinnen wieder x vorkommt natürlich, ja. Dann kann ich, also dann ist das x gleich 4 von vorher da drinnen auch aktiv. Also Ich nehme fast an. Ich habe es gerade ausprobiert. Ja. Ich habe es jetzt gar nicht so wirklich probiert, aber vielleicht kann der Johnny Weilharter dann mehr dazu sagen. X gleich 4 wäre dann gleich. Ja. Doppelpunkt ist gleich, ja. Ah, genau, ja. Okay, danke. Und dann habe ich nur eine kurze Frage. Und zwar in der Hilfe, da sind so Fraktalplots als Beispiele drinnen bei Maxima. Und wenn ich den Mandelbrotplot zum Beispiel so hernehme, der wird mir einfach nicht angezeigt. Da steht dann Funktion Dynamics not found. Muss man da irgendein Modul laden? Oder? Ich glaube, da muss irgendein Modul geladen werden. Mit Load irgendein Modul laden. Ich weiß aber selber nicht genau. Müsste man jetzt in die Dokumentation reingehen.
Es gibt dort, wie gesagt, es ist eins von diesen vielen Zusatzmodulen und man muss eins laden, ich weiß es nicht auswendig welches. Mhm. Ja. Gut, danke. Bitte. Okay. Dann bedanke ich mich. Schönen Abend noch.